U-Boat The Silent Wolf ist für 19,99 Euro im Meta-Questor verfügbar und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck zu diesem Game. Wollt ihr weitere Gameplays oder sogar ein Review zu diesem Game, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Meta-Quest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Infokarte, da findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, die ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr das Maximum aus eurer Quest 3, 2 oder Pro herausholen wollt. Wenn euch dieses Video hilft oder gefällt, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da und jetzt verschwenden wir keine Zeit und starten direkt in meinen ersten Eindruck. So, da sind wir in der Startumgebung. Oh, ist das atmosphärisch. In der Startumgebung zu U-Boat The Silent Wolf. Vom Entwickler Titan Games, ist auch gleichzeitig der Herausgeber dieses Games, versucht jetzt wahrscheinlich gerade so ein bisschen den seriösen Pfad einzuschlagen. Ist im Moment auch an der Entwicklung im Flat-Bereich, also am PC von Viking City Builder dran. In der Vergangenheit war Titan Games tatsächlich durch Apps wie beispielsweise Techno Chicken oder Redneck Party bekannt geworden. Im Jahr 2020 oder 2021. Jetzt hier scheint es ja so ein bisschen den seriöseren Touch zu nehmen. Ja, wir sind hier anscheinend in der Werft und unser U-Boat, The Silent Wolf, steht da schon. Ich weiß nicht, was da für ein Geflacker auf dem Boden ist. Das wird gerade ein bisschen kacke. Naja, soll wahrscheinlich die Spiegelung des Glases sein, wirkt aber ein bisschen schrottig. Was haben wir hier? Warpack. Ach, das ist hier Multiplayer. Wenn ihr Multiplayer spielen wollt, müsst ihr jetzt hier die 2570 eingeben. Dann könnt ihr jetzt hier am Spiel teilnehmen. Ist ja lustig. Dann könnt ihr einstellen, ob ihr Links- oder Rechtshänder seid. Untertitel ein, aus. Modus stehen, sitzen, schön. Ach du Scheiße, vor Gericht. Wir starten vor Gericht. Sir, you are known for your courage and loyalty to the Reich. Your accomplishments on the world seas were appreciated by Kriegsmi and service began. And what was your relation to the captain? Okay, also wir sind jetzt hier in der Gerichtsverhandlung. Das Deutsche Reich finde ich ganz gut. Und die Geschichte wird quasi in einem Gerichtsverfahren nachgespielt. Wir spielen Wilhelmshaven. Hafeneinfahrt säubern ist das Ziel. Datum 31.04.1940. Wir sind jetzt... Hey, you, Cadet. It's your first real assignment after the Academy, ja. Isn't it? Oh, sieht das billig aus. Let's teach you something real. You will be our helmsman today. As you see, it's a brand new U-Boat Type 7C. It has some improvements. Let's see how it runs. Come on, go up the ladder. We have a lot of work to do. Ja, this is a very good synchronous. Let mechanics start the diesel engines. Use engine order telegraph. Full ahead. Full ahead. The course is 10 degrees port. That vessel on the horizon. Grab the steering wheel. Get us out of the harbor. Get us out of the harbor. Wir fahren so langsam los, da hinten müssen wir jetzt hinkommen. Aufpassen, dass wir da mit dem Hintern nicht gegenkommen, ne? Aber jetzt geht's klar. Okay. There's nothing interesting in waiting. Just use your watch. Die Uhr am linken Handgelenk, um zu beschleunigen. Wir stellen auf Rechtshänder um, aber auf Linkshänder um, aber die Anzeige, die geht ja immer noch auf Rechtshänder. Ach, guck mal, jetzt können wir vorspulen. Our order is to sink that vessel. It was bombarded and now is blocking a way out of the harbor. So, jetzt können wir hier richtig schnell fahren, okay. Jetzt müssen wir da runter. Also wir können nicht klettern, wir werden direkt runter teleportiert oder rauf teleportiert. Do the honors. Use valves to adjust the distance and
Okay, jetzt sind wir hier in so einem Zielmodus. Mist. Und jetzt gehen wir immer höher, wir müssen weiter runter. Gucken wir mal, ob der dann... Ach, guck mal da. Da steht ja, auf 1 müssen wir zielen. Gibt uns ja schon mal so einen kleinen Tipp. Und jetzt? Treffer. Es geht unter. Blitz! Enemy planes! Watch out! Destroy them with this machine gun or take cover! Ah, da hinten kommen. Ernsthaft? Der hilft so gar nicht, ne? Der geht nur in Deckung. Super. Super. Top-Leistung, ja. Alles klar. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Mit so einem gewinnst du echt keinen Krieg. Destroy that. They must have seen our shots and got Cookie out of the port town anti-aircraft defenses. Wow. And you are not full of bullet holes. That alone is a great job. I like you. Ernsthaft? Der steht da mit der Pfeife. Jetzt tauchen wir einfach in einem Raum auf. Yes, come in. Mission 2, erster Tauchgang. Unser neues U-Boot muss auf seine Tauglichkeit getestet werden. Erreichen Sie 160 Meter Tiefe, um die Sicherheit zu gewährleisten. Okay, um jetzt die Mission. You, strong guy, open the ballast tanks to fill them with water. Better use both hands. It looks da. Take it fully open. It's running slower than in previous models, but instructions say it's gonna close itself. Sir, good. Ballast tanks full of water. We've settled on periscope depth. Now let's see if we can Boah, das ist aber hier wirklich nachher eine Wissenschaft für sich, wa? Can you see the depth meter? We're slowly going down. Good. Let us sink to 160. Speed up the time. Wir sollen eigentlich nur bis 160, aber er sagt, wir sollen testen, was passiert, wenn wir bis 230. Dann nehmen wir bestimmt die Geräte Schaden und wir müssen das irgendwie bestimmt irgendwie dann reparieren oder so. Ja, das ist so. Oh, damn it. Fix the leak. Russia will always find some. Use that pump to get rid of the water. The surface. Blow compressed air to the ballast tanks, Cadet. Valve is over there. So. Good. Now the ship is Ach, cool. Ja, da müssen wir jetzt hin, ne? So, jetzt können wir da sagen, da müssen wir hin. I hope you pick the right location. Pull that lever. You will feel like time passes. Dann gehen wir mal hoch. Okay, Officer. Rudder. Ah, da, guck mal hier. Jetzt haben wir es ausgerichtet. You can use that valve or the right controller to look around. Zoom and periscope height and viewfinder are all adjustable. Can you see the tanker? Run the measuring sequence by pressing the button. Remember to make the calculation 3 times, otherwise we may miss. Berechnung calculated. Okay. Signal is back. You can see current Entfernung zum Ziel and enemy speed on the torpedo data calculator to the right. Check it a few times to be more accurate. Okay. Ach, guck mal, ist schon viel zu weit. Entfernung zum Ziel 300. Select torpedo tubes from the panel below. 300. Ja, sowas. Switch knobs on the torpedo panel to Zielgeschwindigkeit 0.
Zeit bis zum Aufprall. If calculations are correct and the periscope is aimed, you can use that lever to launch the torpedoes. Ach so, da. Okay, dann gucken wir mal. Torpedo. No one can survive that. I'm reporting the enemy sunk. Order 14A fulfilled. Okay, das Schiff sinkt. Sir, fleet commander orders are to sail back for the resupply. Sir, we should show ourselves in one of our ports soon. So, und jetzt geht's zurück zum Hafen. Ja, Leute, und das ist U-Boat the Silent Wolf. Ihr könnt das nicht nur alleine spielen, sondern auch im Multiplayer und dann schöne Schlachten veranstalten. Die Grafik ist wirklich mies. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Das U-Boot ist aber detailliert, viele Instrumente. Es scheint mir auch nicht lieblos gemacht zu sein. Die Synchronfassung ist scheiße. Es tut mir in der Seele weh, dass hier wieder keine deutsche Sprachfassung ist, obwohl das Spiel in Wilhelmshaven läuft. Da holt man sich lieber einen deutschen Synchronsprecher und lässt den Englisch sprechen. Aber insgesamt glaube ich, das Spiel ist es schon wert, die 19,99 €. Auch wenn es jetzt kein absoluter Top-AAA-Supertitel ist aus meiner Sicht, scheint das hier ganz solide zu sein. Und für Leute, die gerne so, ja, Kriegssimulationen allgemein spielen, ist das, scheint mir das hier sehr detailliert zu sein, auch mit dem Sinken, ne, die ganzen Instrumente kennen, einstellen. Er nervt, weil er da auch die ganze Zeit nur steht und nichts macht. Keine Ahnung, hätte man irgendwie besser regeln können. Das triggert irgendwie hart. Aber ansonsten ist das kein verkehrtes Spiel, aber jetzt auch kein Spiel, was ich unbedingt empfehlen würde. Wir haben so viele tolle Releases, da geht U-Boat the Silent Wolf fast unter und verloren. Aber jetzt bin ich mal gespannt, von euch zu lesen. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu diesem Game in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir ein Däumchen oben da. Hier auf der rechten Seite findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, wie ihr eure MetaQuest 3 noch besser machen könnt und so keine Potenziale verschenkt. Das Video auf der linken Seite könnte euch auch gefallen. Vielen Dank für eure Däumchen, eure Kommentare und vielen Dank an meine Patreons für eure finanzielle Unterstützung.